Ach, das, den Teil liebe ich immer am meisten, diese Vorstellung. Ich muss mich an der Stelle erstmal nochmal ganz herzlich bedanken für die tollen Worte am Anfang in Bezug auf die Start-Konferenz. Wer die nicht kennt, ich kenne solche, erzähle jetzt nichts darüber, aber es hat mich sehr gefreut, als am Anfang gesagt wurde, dass viele Sachen, die wir heute hier besprechen oder dass wir uns überhaupt hier befinden, wahrscheinlich so gar nicht zustande gekommen wären. Das kann ich, das macht mich sehr, sehr stolz und ich denke mir auch den Christian Hennert-Pferd, der jetzt als Zweiter von der Start-Konferenz dabei ist, sollte aber auch all die geschätzten 2000 Leute stolz machen, die aktiv in den letzten 2 Jahren daran mitgearbeitet haben. Also da erstmal ein herzliches Dankeschön. Ich habe das da vorne nicht hingeschrieben, um mein Ego irgendwie aufzupushen, also wo sie mich überall finden können. Es geht darum, ich war so intelligent, dass ich meinte, ich kann parallel zu meinem Vortrag schon mal auf Twitter alle Links veröffentlichen, die gleich erscheinen werden. Die sind jetzt mit der Zeit ein bisschen ihrer Zeit voraus, weil die Programmierung so nicht stimmte. Sie finden die unter meinem Account, Frank-Tendler. Wenn Sie Fragen an mich haben, schicken Sie mir mit dem Hashtag, also der Raute Mukomux über Twitter oder ganz konventionell, wie man es früher gemacht hat, per E-Mail oder besuchen Sie meine Website, da finden Sie also alles, wie Sie mit mir in Kontakt treten können und auch ein paar andere kluge bis dumme Dinge, die so meinen Beruf ausmachen. Mein Beruf ist, ich bin originär Berater für Unternehmen, die sich diese Herausforderungen, die wir vorhin so schön gehört haben, mit dem Thema Spaß im Social Web stellen wollen. Ich sehe es wirklich ziemlich genauso, wie wir es vorhin gehört haben, ohne die Menschen, ohne die Kommunikation mit den Menschen, das ist alles nichts, überhaupt nichts wert. Nichtsdestotrotz braucht man eine Menge Tools, um sich die Arbeit tagtäglich zu erleichtern. Ich habe jetzt eine kleine Mischung gemacht. Zum einen stelle ich Ihnen ein Projekt vor, zu dem ich mit Herz und Seele verfallen bin. Das war die einjährige Begleitung der PR 2.0 und des Social Marketings für die Azizi GmbH in Berlin, die im Pergamon-Museum eine Ausstellung und ein riesengroßes Panoramabild veröffentlicht haben. War jemand von Ihnen zufälligerweise schon in der Ausstellung, in dem Panoramabild in Berlin? Wenn ja, mal kurz irgendwie anheben. Ja, es werden immer mehr von Mal zu Mal. Schauen Sie es an, Sie werden gleich erfahren, ungefähr worum es sich dabei handelt. Wir steigen jetzt mal direkt ins Thema ein. Wenn Sie im Internet, im Web 2.0, mit Social Media, Social Marketing via Social Web machen möchten, jetzt haben wir mal alle Buzzwörter fast durch, ich sage mal schnell iPhone, iPad und Android, dann haben wir sie alle, dann brauchen Sie ein sehr großes Verständnis davon, wie Menschen kommunizieren. Das ist eine ziemlich gemeine Funktion. Sie müssen erst der Freund dieser Menschen werden, um zu erkennen. Also es hat was mit Professor Schimek zu tun. Sie setzen sich quasi in der Serengeti irgendwo hin, beobachten alle, verkleiden sich, um dann nagen an die Wasserstelle heranzukommen, um entsprechend dort in Kontakt zu treten. So ähnlich ist es auch. Seien Sie glücklich, wenn Sie irgendjemanden in Ihrem Team haben, der nativ in diesen Netzwerken bereits unterwegs ist, erspart Ihnen locker ein halbes Jahr Arbeit. Fördern Sie diese Leute, nutzen Sie dieses Potenzial der Leute aus. Und vor allen Dingen übertragen Sie es nicht immer nur auf Praktikanten oder stellen Sie die Praktikanten ein, die das besonders gut können, weil das Wissen geht weg und irgendwann werden die für das 2- bis 3-fache bei einem Unternehmen, das ich dann wieder berate, eingestellt werden. Deshalb halten Sie das Kapital, das vorneweg gesagt. Was ist eigentlich Transmedia? Transmedia ist eigentlich nichts anderes als, dass man eine Strategie entwickelt. Ich beziehe mich jetzt hauptsächlich auf die technische Anwendung. Eine Strategie entwickelt, mit der man in der Lage ist, ressourcenschonend über die ganzen bestehenden Netzwerke, die für meine Zielgruppe essentiell sind, hinweg zu kommunizieren, ohne möglichst wenig Zeitaufwand, also mit möglichst wenig Zeitaufwand und möglichst geringen Ressourcen tätig zu sein. Das ist natürlich Arbeit, braucht Zeit, braucht Geld, aber im Grunde genommen kann man auch dort viele, viele Einsparungen vornehmen. Also dieses Argument, wir können das nicht machen, wir haben keine Zeit, wir haben kein Geld für zusätzliche Leute, lasse ich in keinem Unternehmen stehen, in wirklich keinem. Und wenn Sie nachher mal Zeit haben sollten, dort kurz gegen Ende sitzen zwei dunkelkleidete Damen von der IJB hier aus Berlin, der Internationalen Jugendbibliothek in München. Was habe ich gesagt? Ach verdammt, ja, ich bin immer noch da. In der schönsten Stadt des Universums, München, die gerade von mir quasi beraten, getreten, bewundert werden bei dem Projekt, das sie machen. Es geht um ein Buchfestival. Also was Ressourcen bedeuten, also da gehe ich auch nicht drauf ein. Fragen Sie die beiden einfach mal nachher, weil es geht wirklich. Gut.
Hier sehen Sie das Block, das wir aufgelegt haben, nur um eine Expedition, eine Reise, eine Initialreise. Genau vor circa einem Jahr, vor einem Jahr fand diese Reise statt. Wir sind dort mit einem Team von Künstlern, Architekten, Archäologen ebenso wie Interessierten nach Pergamon gefahren und hatten den goldenen Schlüssel einer antiken Stadt. Das ist ein Abenteuer, was ich nie mehr in meinem gesamten Leben vergessen werde. Es war bitterkalt dort nachts. Wir mussten uns also in den Modeshops der Stadt Bergama einklagen, sahen aus wie die Bauern, die dort lebten, also vernünftig angezogen, aber doch recht unkonventionell, und haben dort nächtelang Sternenhimmel beobachtet, Lichter bewundert, Geister zugehört. Sind hier im Dunkeln die alten Straßen abgegangen. Man glaubte wirklich, dort diese Stadt wieder auferstehen zu sehen. Deshalb ist das für mich, was man in dem Panorama sehen kann heute, etwas, was für mich wie Google Earth ist. Also das ist ranzoomen, drin sein, verstehen. Damit hat der Herr Azizi, den wir jetzt gleich mal kennenlernen werden, das ist der Herr hier auf diesem Bild, ist eine Sache geschafft. Er hat mich mit Leib und Seele gefangen. Ich war nur als Berater tätig und plötzlich war ich eingespannt als die Art Litfaßsäule. Also Sie müssen das immer so sehen, wenn Sie einen Berater, eine Agentur, einen Experten reinholen, schauen sich an, welches Renommee der hat. Sie sparen, sagen wir mal, doch einiges an Geld, wenn Sie jemanden an Bord nehmen, der bereits in der Welt sehr, sehr massiv drin, genauso wie mit Mitarbeitern ebenfalls, die eine hohe Reputation haben. Und ich habe dann angefangen, halt dieses Blog aufzusetzen, für mich privat. Die Folge war, ich habe jeden Tag einen Beitrag geschrieben, jeden Tag an die 100 Bilder hochgeladen, und wir hatten dann plötzlich ein Echo. Während wir durch das verfallene Pergamon gingen, fing plötzlich jemand aus dem Ruhrgebiet, den ich jetzt auch kannte, aber das Talent kannte ich nicht, an, eine Figur zu erfinden, die in der Zeit lebte, wo das Bild eines Tages dargestellt wird. Also er spiegelte die Besucher, wir bekamen so Tipps wie zum Beispiel, bitte geht nicht in diese Kneipe, da sind Geldschneider, Geldsackschneider, und der Wein ist gepanscht und wir was? Und das ging den ganzen Tag so, bis wir verstanden, dass uns jemand verfolgte über Twitter, der eben eine Person darstellte, die in dem vor 2000 Jahren lebt. Und sowas erlebten wir ständig dabei. Der Azizi hat aber uns nicht nur spielen lassen, sondern hat uns auch Ziele aufgegeben. Der ist Architekt, ist Künstler, aber auch ein knallharter Geschäftsmann, und die Ziele waren: Er wollte ein effektives Marketing zu dem Thema, hier wird ein vollkommen neues, fantastisches, riesengroßes Projekt gebaut, im Social Web wiederfinden. Er wollte gerne, dass mehr Besucher in die bestehenden zwei Panoramen und in das Panorama, das dann in Berlin aufgebaut wurde, kamen. Vor allen Dingen auch deutsche Besucher und merkwürdigerweise Berliner Besucher. Also das Pergamonmuseum ist ein riesiger Magnet für ausländische Touristen, da brauchten wir gar nichts machen, aber den Berliner davon zu überzeugen, dass er mal ein Museum besucht in der Stadt, war doch eine Aufgabe. Er wollte gerne seine gesamte Presse- und PR-Arbeit umstellen auf die Mechanismen des Webs. Dazu hatte ich dann auch ein Team, das konsequent ausgebildet wurde über ein Jahr. Und er wollte gerne Methoden entwickeln, wie er mit diesem immensen Content, der dann produziert werden sollte und wurde, eine Vermarktungsstrategie entwickeln kann. Diese ist leider auf der Strecke geblieben, muss ich echt sagen. Die Gründe wären jetzt ein eigener Vortrag, warum das so nicht ging. Es lag nicht daran, dass es nicht möglich gewesen wäre. Es war einfach dieses riesige Projekt Pergamon-Ausstellung und Panorama, das es einfach nicht mehr zuließ, noch eine Baustelle aufzumachen, weil alle Leute kolossal eingebunden waren. Aber Sie sollten eins nicht vergessen: Produzieren Sie wertvollen, wo sitzt der Christoph, spaßigen, unterhaltsamen Content fürs Web, ist der vermarktungsfähig. Ja? Also ich werbe nirgendwo mehr auf Plakaten bei Unternehmen oder sonst irgendwas oder bei Events, sondern ich suche mir Events aus, die in der Lage sind, einen möglichst großen Hype im Web zu erzeugen. Das ist viel, viel wichtiger, wenn da mein Name draufsteht, als auf einem Plakat, das nach dem Event eh abgerissen wird. Aber der Longtail eines Marketings auf den Medien, die in den Netzwerken stehen, der ist wesentlich länger. Und ganz wichtig, er wollte wissen, gibt es irgendwo auf dieser Welt Konkurrenz, die ihm, während er dieses Projekt ausfährt, in den Karren fährt und quasi die Idee stehlen kann oder multiplizieren kann oder sonst irgendwas. Das war eine klare Ansage. Der Teil war am einfachsten, dieses Monitoring aufzubauen. Am schwierigsten waren mehr Besucher. Das ist nach wie vor noch die absolute Superdisziplin, und die kriegen Sie nicht mit den Standards hin. Mit welchen Möglichkeiten man das eventuell angehen kann, werden wir aber so noch sehen in dem Beitrag.
wenn meine Ziele sahen halt ein wenig anders aus. Ich achte natürlich auf die Ziele der Kunden und die sind mir auch sehr, sehr wichtig, aber wenn ich das Team schule und die Leute ausbilde, mir standen also zwei Leute aus dem Azizi-Team zur freien Verfügung, die Frau Pötsch und die Frau Zimmermann, die aber gleichzeitig noch andere Aufgaben hatten und bei beiden musste ich bei Null anfangen. Beide hatten nur einen irgendwie gearteten privaten Facebook-Account, das war es dann, kein Twitter, kein nichts. Wir fingen also wirklich bei Null an, es geht. Und das Erste, was dann gemacht wurde, da bin ich richtig stolz auf die beiden gewesen, die wollten nicht mit ihren privaten Profilen auf Facebook aktiv für ihr Unternehmen werden. Sagten, irgendwann sind wir da vielleicht weg oder da stehen plötzlich Sachen drin, die in Korrelation stehen, wir möchten es nicht. Sie müssen aber ein privates Profil haben, um für ihr Unternehmen irgendeine Seite einzurichten oder eine Gruppe oder sonst irgendwas zu machen. Also hatten die beiden die glorreiche Idee, haben gesagt, wir bauen uns einen Profi-Klon unserer selbst, mit unserem Foto, unserem Namen, wo nur wie bei einem Xing-Profil die beruflichen Sachen erscheinen. Nicht aber die Sachen, die wir privat machen. Fand ich eine geniale Idee, kann ich Ihnen nur empfehlen. Empfehle ich im Augenblick auch allen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Bauen Sie sich Ihr LinkedIn-Xing-Profil quasi in ein Facebook-Profil um und nutzen Sie das für Ihre Aktivitäten. Eine bessere Werbung. Ja? Also vor allen Dingen findet ja, wenn Sie ein anderes Profilbild dann ein wenig ändern, findet Sie ja niemand wieder an dieser Stelle. Also Sie sind dann auch dieser Suche von Arbeitgebern oder Kollegen, Kolleginnen ein bisschen entzogen. Okay. Die Ziele unterscheidet man hierbei in meiner Welt in zwei wichtige Sachen, habe ich den Aufgabe. Das eine war Technik und Design, das andere war Kommunikation. Technik, Design ist für mich immer das Einfachere, da kann ich in die Kiste greifen, mache ein Update auf die bestehenden Dinge und lege los. Wichtig ist dabei, alle Medien, wenn eben möglich, teilbar machen. Die Währung dieses Internets, in dem wir uns da bewegen, sind Geschenke, teilbare Medien, teilbare Informationen. Sie dürfen nicht etwas nicht teilen oder Sie dürfen nicht etwas teilen, was nicht rechtens ist. Also machen Sie sich da von Anfang an eine klare Linie, das ist möglich, was machbar ist, aber teilen Sie Ihre Sachen. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Das sind auch schöne Bilder, Texte etc. pp. Bauen Sie von Anfang an transmedial auf. Transmedial bedeutet, dass Sie eben nicht auf einer einzigen Plattform wie Facebook oder nur Twitter oder nur YouTube oder was auch immer suchen. Überlegen Sie vorher genau, wen wollen Sie erreichen, mit welchen Mitteln wollen Sie die Leute erreichen und dann finden Sie raus, wo die Leute sind. Das ist nicht so schwierig, wie es klingt. Also wie gesagt, in Notfall gibt es Leute wie mich, die sowas machen. Im Endeffekt ist es allerdings so, dass sie das wissen müssen. Sie können nicht bestimmte Leute mit Facebook erreichen. Facebook alleine, ohne selbst mit der tollsten Geschichte, es tut mir leid, ist Facebook nichts anderes als so eine Art modernes Poster. Poster, das irgendwie beworben werden muss, das kostet wieder Geld, das kostet die Zeit, das ist unglaublich aufwendig. Also legen Sie viel Grips in die Strategie, in die erste Entwicklung Ihres Projekts und nicht darin, wie Ihre Facebook-Seite hinterher aussieht. Und beachten Sie, dass Sie an allen Ständen ein sehr, sehr gutes Branding positionieren können. So können Sie zum Beispiel dafür sorgen, dass Ihre Twitter-Seite, die Sie dann im Web haben, immer die aktuellsten Informationen Ihres Museums in Form eines Banners oder was auch immer in dem Foto trägt. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, damit zu spielen. Ich habe vor kurzem bei einer Praktikantin bei einem Projekt gesehen, die ist begeisterte Köchin, die hatte sich mit einer Freundin zusammen in einer Unternehmensseite für ihr Kochprojekt gemacht, hatte dann jede Woche ein anderes Profilbild, mal mit einem Muffin, mal mit einem Auflauf und da oben drüber im Bild stand dann fest im Bild verankert stand Essen der Woche mit einem Pfeil. Also sie änderte immer das Bild und dann konnte jeder sehen, was sie gerade präferierte. Also wurde das Bild quasi zu einer Art Anzeigetafel. Fand ich so eine kleine, aber sehr, sehr charmante Idee. Kommunikation ist das, was wirklich Mühe bereitet. Nicht nur Ihnen als Kultureinrichtung, sondern Unternehmen noch viel, 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 viel mehr. Die haben über Jahre gelernt, die Madmans haben denen beigebracht, dass Werbung anders aussehen muss, als Werbung eigentlich sein sollte, nämlich eine menschliche Sache. Die haben denen beigebracht, dass Sex sells, dass sie Kampagnen starten müssen, dass sie die Leute möglichst beeindrucken müssen, damit sie nicht erkennen, welches Produkt sie denen da gerade verscherbeln möchten. Das können sie alles vergessen. Wir brauchen einen Reputationsmarketing. Sie müssen sich darüber Gedanken machen, wie erreiche ich die Leute, wie arbeite ich mit den Leuten. Dann, ganz wichtig, diesen Punkt hebe ich mal kurz hervor, Influencer. 95% aller Menschen im Web sind Nutzer.
4% sind Beeinflusser, sind Leute, die ein Thema besetzen und aus egoistischen oder finanziellen Gründen wollen, dass dieses Thema gut nach oben gebracht wird. Und die geben sich immense Mühe, jeden Tag die neuesten Themen in ihrer Community zu teilen und ihre Community immer weiter auszubauen, weil sie entweder wahrgenommen werden wollen oder weil sie daraus ein Geschäftsmodell, ist auch eine Art von Wahrnehmung. Also sie wollen gerne wahrgenommen werden, aber professionell wahrgenommen. Und diese 4%, das 1% sind noch die Celebrities, die Stars, die lassen sie erstmal beiseite, die können sie ab und zu mal fallen lassen, wenn sie einen haben an der Stelle, aber die sind vollkommen uninteressant für sie. Aber diese 4%, das sind die, die sie ansprechen müssen, weil die versorgen den allergrößten Teil der 95%, die sich für ihr Thema interessieren, mit Informationen, und die müssen sie entsprechend lieb haben. Deshalb nenne ich das immer Influencer Relationship Management. Die schwierigste Disziplin ist dann die Führung. Also wenn sie irgendwann an der Stelle sind, wo sie das Vertrauen aufgebaut haben, sich ihre Gruppe aufgebaut haben, dann übergehen dazu, dass sie der Impulsgeber sind, dass sie quasi der Star ihrer digitalen Welt sind. Das ist die schwierigste Disziplin. Das ist nicht so einfach zu erreichen. Wie, gebe ich gleich ein paar Tipps zu. Und nur zusammen macht es wirklich Sinn, wenn sie ein Projekt technisch kommunikativ aufbauen, diese Sachen anzugehen. Es gibt bestimmte Grundlagen, die man kennen muss. Wie gesagt, es gibt die Links, wer Twitter hat, ist klar im Vorteil, die laufen gerade parallel zum Vortrag online durch. Sie sehen hier einen sogenannten Social Media Counter. Da können Sie mal gucken, in welcher Medienmatrix Sie sich gerade bewegen. Ob Sie es akzeptieren oder nicht, um Sie herum ist, wie, sage ich mal, in dem Film Matrix, eine Welt, die aus lauter Informationen, Medien, Bildern, Filmen, Tweets, alle möglichen besteht. Die Kunst ist nicht zu erkennen, dass es die gibt, weil die gibt es. Die Kunst ist, den richtigen Hebel zu finden, dort hineinzukommen. Und das ist von jedem einzelnen Projekt, von jedem einzelnen Unternehmen, von jedem einzelnen Kulturbetrieb, von jedem Museum unterschiedlich, wo man diesen Hebel setzt. Hängt mit der Fähigkeit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zusammen, dem technischen Verständnis, dem Mut. Es gehört viel Mut dazu, dort in dieser Welt umzudenken. Und dass sie es wirklich, wirklich am Anfang sich ordentlich Gedanken machen, was will ich eigentlich? Ja? Und diese Spur verlassen sie nicht. Wenn Sie jetzt über die E-Mails wundern, ziehen Sie bitte 98% der Spams ab, dann haben Sie ungefähr die Zahlen, die E-Mails wirklich ausmachen an dieser Stelle. Das ist die Welt, wie sie uns Facebook darstellt, wenn man einen Tag lang alle Facebook-Nachrichten an einem Tag mal visualisiert. Was Sie hier sehen, ist nicht nur eine wow, schöne bunte Karte, sondern vor allen Dingen, Sie sehen, wir leben hier in einem absoluten Social Web Hub. Wirklich in der Mitte. Es gibt noch einen hier in Ostamerika, und den sehen wir leider nicht in Sydney und Melbourne ist noch einer, aber ansonsten leben wir hier wirklich in das gemachtes Nest, um diese Strategien anzuwenden. Weil wo Facebook ist, sind auch alle anderen üblichen Verdächtigen. Also müssen Sie sich gar keine Sorgen machen. Sie müssen nur wissen, ob Facebook das richtige Werkzeug für Sie ist. Das entscheidet sich an verschiedenen Faktoren, die wir gleich noch sehen werden. Und Sie brauchen ein paar wichtige Grundlagen dafür. Das erste ist die, dass ist eine Studie von ARD und ZDF über 10 Jahre Zeitmediennutzung. Das ist der Zurückgang des Fernsehens, Zurückgang des Radios. Das ist die Nutzung des Internets. Das sind zu meiner großen Freude, und ich höre da hinten gleich einen Jubelschrei, die Nutzung und das Nutzen und Lesen von Büchern. Hier sind Zeitungen und Magazine. Das sind radikale Umbrüche. Sie müssen dieses Web 2.0, dieses Social Web, nicht als ein Medium neben vielen sehen. Das Social Web ist das neue Medium. Das Internet verbindet auf einmal alle diese Formen. Man nennt also das nicht mehr Fernsehen, sondern Social TV. Man wird es nicht mehr Radio nennen, sondern Social Radio. Irgendwann wird es gar nicht mehr von Bedeutung sein, wie diese Welten aussehen. Weil alle Medien, die im Augenblick stand alone und vor allen Dingen nicht integrierbar sind, weil ich kann als Mensch keinen Zugriff nehmen, werden plötzlich kommunikativ, werden in ein Kommunikationsbild gefügt. Wenn Sie bei Twitter sind oder nicht bei Twitter sind, geben Sie doch mal am Sonntagabend um 20:30 Uhr bei der Twitter-Suche das Hashtag Raute Tatort ein. Und Sie werden plötzlich erleben, dass dieser Krimi eine vollkommen neue Perspektive erlangt. Ja? Und dorthin wird Fernsehen gehen, dorthin wird Radio gehen, und da müssen Sie auch hin. Im nächsten Jahr habe ich ein neues Thema. Das sind die
verortet, digital verorteten Orte. Wie bringe ich einen Ort, ein Museum oder irgendeinen Ort zum Sprechen? Wie schaffe ich es, dass die Menschen mit ihrer Schnittstelle, ihren Smartphones dort hineinkommen und ein Teil dieser Welt werden, ohne dass ständig einer rumgeht und sagt, hallo, haben Sie schon gesehen, sondern die Geräte arbeiten. Das passiert jetzt schon teilweise ein bisschen mit QR-Codes, obwohl nur 6% aller User in Amerika den nutzen. In Deutschland werden es noch weniger sein. Da muss man kluge Sachen machen. Aber wir reden jetzt hier von Near-Field Communication. Ich habe bald Programme auf meinem Smartphone, die mir erlauben, wenn ich es ihnen erlaubt habe, direkt in Kommunikation über Apps oder ähnliche Sachen mit dem Ort zu treten. Da werden die Karten komplett gemischt. Ich nehme stark an, dass bei der nächsten Aufbruch wir diese Themen hier, denke ich mir, haben werden. Und der sprechende Ort, der Ort ist mein Freund, mein Servicelieferant, mein Unterhalter, das wird ein großes Thema werden. Wir müssen wissen, dass es die unterschiedlichsten Arten von Content gibt, die ich vorher entscheiden muss, wie und warum ich die produziere und dass jeder einzelne Mensch die anders nutzt. Es gibt Schnittgruppen, die Menschen erziehen sich auch. Wenn ich Teil einer Gruppe werden will, muss ich mich deren Nutzungsverhalten anpassen. Also wenn Sie die Führung übernehmen über ein Thema, dann sind Sie in der großen Position zu gewinnen. Und das sind die kleinen Schweinehunde, die wir in 5 Jahren in unseren Museen und überall woanders rumlaufen haben werden, die sich beschweren, dass es kein Wi-Fi gibt. Zu Recht. Nicht, weil die ganze Zeit über sich mit anderen unterhalten wollten. Nein, die möchten gerne den anderen was zeigen. Die möchten ihnen den Spaß vermitteln, den sie haben. Die möchten die Geburtstagsfotos zeigen. Die möchten zum Ort, zur Situation die richtigen Interaktionspunkte setzen. Und das können die nicht. Diese, ich nenne sie mal Hyper-Connectives, also Leute, man kann darüber jetzt nicht urteilen, das machen wir auch nicht, da werden andere tun. Aber diese Menschen, die permanent eine Kommunikationsverbindung über diese Medien zu ihren Gruppen suchen, das werden Leute sein, die in Zukunft zu bespielen sind. Das wird echt schwierig werden. Sie müssen Social Web Skills entwickeln, dazu gehört, sie verstehen, wie man sich im Internet vernünftig verhält. Und die anderen Bilder sind verschwunden. Da kam noch ein Bild mit verschiedenen Medien. Also Social Web Skills sind Dinge, die Sie einfach verstehen müssen, um überhaupt dort tätig zu sein. Das, was gerade abgefackelt ist, der Satz sollte ein Haus, also Sie müssen sich jetzt nochmal vorstellen, das ist das Bild, jetzt kommt die Flamme von unten, an der Stelle sage ich dann, aber das alles ist nichts wert, wenn Sie nicht in der Lage sind, eine Geschichte zu erzählen. Das ist genau das gleiche wie vor 2000 Jahren, vor 10.000 Jahren, ich nehme auch stark an, vor 20.000 Jahren. In dem Moment, wo der Mensch sich verständlich machen könnte, wird er Geschichten erzählt haben, da bin ich ganz fest von überzeugt. Wir können gleich mal den Sebastian fragen, als auch Steinzeitspezialist, ob das so wirklich stimmt. Aber ich denke mir, das ist die große Kunst. Ohne Geschichte ist alles nichts. Punkt. Und das Dumme ist, das alles ist erst der Anfang. Ich werde die Links nochmal reinreichen. Bei Twitter ist wieder ein Vorteil, sind die bereits. Einmal zu einem Beitrag vom ehemaligen CEO von Google, Eric Schmidt, der sehr detailliert beschreibt, wie das Internet in den nächsten Jahren sich entwickelt. Und dann einer meiner persönlichen Gurus, der Jeff Jarvis, das ist dieser Mensch, der alle Menschen mit der These provoziert, jede Privatheit ist der Tod von Innovation. Das muss man ihm jetzt erstmal nicht so glauben, aber der Satz, der ist einfach sehr, sehr schön. Und er hat einen Satz geprägt, den merken Sie sich bitte, den hören Sie eh dauernd von mir, wenn Sie mich irgendwann mal wieder treffen. Der lautet, wenn das Internet der Buchdruck wäre, befinden wir uns heute im Jahre 1460. Nicht einen Tag weiter, nicht ein Jahr weiter. Wir sind super am Anfang. Wir haben keine Ahnung, wo das hingeht. Wir wissen nicht, was daraus wird. Wir wissen aber, wir können zumindest ahnen, dass alles zusammenwächst. Im Augenblick wächst alles zusammen. Seien Sie die Nutznießer von dieser Information und planen Sie da ein bisschen mutiger. Ich werde das jetzt überspringen, nicht weil es nicht interessant ist. Ich zeige Ihnen nur eine Grafik. Diese Grafiken sollen eigentlich nichts anderes zeigen, wie immens die Klickzahlen im Social Web sind. Das hier ist Facebook. Das sind alle anderen Netzwerke, die von Relevanz sind. Das ist Spiegel Online. Das sind alle deutschen Medien, die im Web auch präsent sind. Und da können Sie mal planen, wo Ihre Werbekosten in Zukunft sinnvoller angesetzt sind, wenn Sie eine Zielgruppe haben, die dieser Affinität entspricht. Klickzahlen sind in meiner Welt nichts wert. Geben Sie mir 5.000 Euro und ich besorge Ihnen 100.000 native, reelle, organisch gewachsene Facebook-Fans. Also wenn das Ihr Ziel ist, die zu bekommen, ich kenne genug Leute, die damit ihr Geld verdienen, ich vermittle die gerne weiter, sehr gerne weiter. Und wie man Twitter vernünftig Twitter-Zahlen aggregiert, zeige ich Ihnen gleich noch, wenn ich noch das schaffe. Aber viel entscheidender, wenn ihr jetzt noch keinen Twitter-Account habt und nicht halbwegs das Buch mit 140 Zeichen von der Nicole Simon herunterbeten kann, nicht verstanden hat, herunterbeten kann, der hat ein Problem, weil
Das sind die Möglichkeiten, die sie nicht haben. 6-mal so hohe Verteilungsraten von Informationen, von Medien, von dem, was für ihre Zielgruppen wichtig ist, als über andere Netzwerke. Facebook halte ich nicht für so wichtig. Facebook ist eine andere Form von Internetseite, die sie klug vernetzen können, klug bespielen können, aber mehr ist das nicht. Das ist ein Internet in einem Biotop, das ihnen eventuell Möglichkeiten gibt, wenn sie die richtige Sprache sprechen. Mehr nicht. Aber wenn sie es klug geschickt aufbauen über die Netzwerke hinweg, super. Ich klicke das mal alles auf, um mal zu zeigen, welche Macht in einem blöden Tweet steckt. Das sind jetzt eine Grafik, die soll Ihnen zeigen. Am 12. Oktober 2011 haben wir 20 Tweets mal losgeschickt. Sie können die Folie sich gerne in Ruhe angucken, wie das dann funktioniert. Es gibt eine erste Gruppe, das sind unsere Influencer, die möglichst viel für uns machen, weil wir die gute Themen liefern. Und dann gibt es die Kontaktgruppe, sind alle anderen User. Wir haben hier, man kann es errechnen, ich nehme gerne den Cloud-Wert, den werden Sie gleich kurz noch sehen. Da errechnet man, dass man pro Tag ca. 900 Leute erreicht. Dann haben wir ausgerechnet 18.000 Mal alleine unsere Tweets gesehen. 30.000 Mal wurden die beide über die Influencer wahrgenommen und dann noch nur 1500 Mal über die größte Gruppe der restlichen User, kommt auf eine Wahrnehmungszahl von knapp 50.000 Tweets. Sie fingen damit an, wie das Team ist zum Frühstück, hat sich zum Frühstück zusammengefunden, bis hin, wollt ihr mal das erste Bild von einem fertigen Panorama sehen? Also wie man ganz gemischt das alles. Die Verteilungszahlen von Twitter sind enorm. Könnte ich Ihnen noch einige Beispiele nennen, ein Konzert mit Arne Trepko, ein Museum, also es gibt da wirklich immense Beispiele von, aber Sie sollten nur mal sehen, ohne Twitter würde ich heute kein einziges Social Marketing, Social Web Projekt überhaupt noch andenken. Der Aufbau. Das ist eine Karte der Welt, wie sie aussehen würde, wenn die verschiedenen Netzwerke Länder wären. Die meisten Unternehmen fangen an und trapsen durch die Gegend, machen hier mal einen Account auf, machen hier mal eine Seite auf, dann haben sie da nicht so viel Erfolg, machen vielleicht dann in einem anderen Netzwerk eine Gruppe auf und irgendwann mal, wenn das steht, passiert in Deutschland sehr, sehr häufig, nämlich das, was hat uns das gebracht, lassen wir es sein. Das liegt aber nicht daran, dass die etwas gemacht haben, was von Anfang an zu Tode verdammt war, sondern weil die keine Strategie hätten. Eine Strategie besteht aus folgenden Faktoren. Sie brauchen eine ausgereifte, gute, solide Kommunikation, die wachsen kann. Nachdem Sie erst am Anfang Welpenschutz beantragt haben bei den Nutzern des Webs, werden Sie mit der Zeit in der Lage sein, selber Kommunikation weiter auszubauen. Hören Sie zu. Hören Sie zu, was die Leute von Ihnen wollen. Sie müssen Content produzieren. Die Kästchen werden jetzt immer kleiner. Das ist meine Welt. Jeder Webdesigner wird gleich aufschreien. Die Technik muss darauf abgestimmt sein, dass Content und Kommunikation vernünftig mit ihren Zielgruppen verteilt werden und das Design sollte so aufgebaut sein, dass es ihr Branding wiedergibt und ein vernünftiges Erscheinungsbild ergibt. In meiner Welt sehen die Verhältnisse so aus und ich glaube auch, dass die Kommunikation nie kleiner wird. Zwar kann Designkommunikation förderlich sein, zwar kann Technik das multiplizieren, aber da steht immer noch am Anfang die Kommunikation. Und wenn Sie das aufgebaut haben, dann gehen Sie strategisch in diese verschiedenen Länder. Sie verteilen den Content nach dem, was die Menschen wirklich brauchen. Und wie das funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. Es gibt im Prinzip drei verschiedene Strategien. Die erste nenne ich das Rauschen, die zweite ist das Interagieren und das dritte ist das Führen. Die erste erreichen Sie vollkommen, wenn Sie auf Ihre Technik verlassen und ein paar Grundverständnisse von Twitter, Facebook, YouTube, Google Plus oder was auch immer haben. Das ist kein Problem. Die anderen beiden erreichen Sie aber nur mit Kommunikation. Ich bin schon dankbar, wenn Sie perfekt oder wenn ein Unternehmen perfekt das Rauschen hinbekommt. Das ist nämlich nicht so einfach. Sie müssen nämlich zuerst analysieren, wer sind eigentlich die Menschen, die für Sie wichtig sind. Da bietet zum Beispiel Cloud eine sehr, sehr wichtige Hilfe. Es rechnet Ihnen nämlich aus, welche Menschen Ihnen folgen, die wichtigsten Follower sind. Ich glaube nicht, dass Cloud das Allheilmittel für Ihr Problem ist. Geben Sie 500 Euro im Monat aus, nenne ich Ihnen 2-3 Tools, die wesentlich besser funktionieren. Aber das liegt ca. 10-15% plus minus durchaus in der Realität dessen, was im Web passiert. Cloud ist eine Plattform, die rechnet aus, also als Privatmensch würde ich Ihnen da nie empfehlen, darauf sich anzumelden, die rechnet aus, wie viel Wert Ihre Interaktion zu Ihrem Topic, zu Ihrem Einfluss ist. Und dann bietet sie diese Information Unternehmen an, die dann zum Beispiel Leuten, die gerne einen Audi fahren möchten, mal einladen, am Wochenende ein Audi zu fahren. Die hoffen natürlich, dass sie ihr Smartphone mitnehmen, den ganzen Tag sabbernd am Lenker sitzen und dann fröhlich über ihre Autofahrt berichten. Das ist das Geschäftsmodell von Cloud. Wir drehen den Spieß einfach um, wir suchen uns selber unsere Influencer aus, die sonst an die Unternehmer gibt,
und bezahlen denen kein Geld dafür. Sie haben hier ihre Influencer, sie haben hier die Themen, zu denen diese Menschen einen Einfluss haben. Sie können noch weit in die Tiefe gehen, sie können feststellen täglich, wie sich ihre Kommunikation verändert. Geben Sie nicht auf die Tagesversion von Cloud was. Wie gesagt, das kostet einige Euro mehr, das so genau hinzubekommen. Aber so für den ersten Eindruck, wo stehen Sie, was machen Sie? Ich habe vor kurzem in ein Stadtmarketing beraten, da saß auch ein sehr arroganter Mensch eines Musikfestivals und der gute Mann hat dann gesagt, wir haben doch alles, wir haben eine super Facebook-Seite, wir haben eine App, wir haben Twitter, wir haben alles, was wir so, was wollen Sie eigentlich von mir? Und da habe ich dann gesagt, wie messen Sie das denn? Ja, gar nicht. Wir kommunizieren. Der Cloud-Wert lag bei erschreckenden 18% bei denen. Dafür haben die in einem Jahr sage und schreibe 60.000 Euro ausgegeben. Das heißt, die hatten sich alles aufgebaut, da kommunizierte kein Mensch mit irgendjemandem. Wenn das Ziel ist, ist okay. Freuen sich die Agenturen, aber ihnen bringt das gar nichts. Automatisieren. Das ist eine... Also automatisieren bedeutet, es gibt Tools, die suchen Ihnen aus den Twitter-Folgern von anderen relevanten Menschen, die Sie vorher bedienen, die Twitter-Follower raus, sprechen die am Tag nach der Menge an, wie Sie die haben wollen. Wenn jemand darauf reagiert, kriegt er ein Dankeschön geschickt und so aggregieren Sie aus den bereits ausgewählten Twitterern von Influencern Ihren eigenen Twitter-Stamm. Kostet Sie einmal für 5 Accounts, die Sie dort veröffentlichen, 50, 60 Euro. Seien Sie vorsichtig, üben Sie das mit privaten Fake-Accounts, um damit umzugehen. Das Spielzeug heißt Tweet-Adder. Weil wenn Twitter dahinter kommt, dass Sie das machen, also wenn Sie gierig werden, schmeißt es hier raus. Sie müssen also erstmal üben, damit umzugehen. Oder beauftragen Sie jemanden, der Ihnen das aggregiert. Zahlen sind nichts wert. Von meinen 15.000 Followern habe ich ein inniges Verhältnis mit 200. Mit 6.000 davon kriegen pro Tag ungefähr mit, was ich mache. Die restlichen interessieren sich nicht dafür. Ich kriege die aber dazu und sortiere die einmal im Jahr aus, gehe wieder auf 6.000 runter und fangen wir von vorne an. So gehe ich halt vor. Also die Perlen behalte ich und den Rest kriegen die Tauben. Optimieren Sie, wo Sie können. Das ist für alle Leute aus der Presseabteilung, sollten Sie sich mal angucken, pressdoc.com. Das ist ein Blog auf Speed für Pressemitteilungen. Schauen Sie es an, das kann Ihnen in Zukunft vielleicht sehr helfen, in dieser Welt vernünftige Pressemitteilungen zu platzieren. Die sehen nämlich ein bisschen anders aus. Ich muss mich beeilen, ne? Ja. Interagieren ist viel einfacher, schaffen Sie Mehrwert, also in der Stelle ist es nicht einfacher, aber Sie müssen das Vertrauen aufbauen, dass Leute zu Ihnen kommen. Sie müssen Ihr Storytelling weiterentwickeln, da müssen Sie permanent dran arbeiten, immer wieder jeden Monat gucken, bin ich gut, gucken Sie nach, wo Sie stehen. Sie optimieren Ihre Follower und Ihre Wahrnehmung dadurch, dass Sie zum Beispiel mal in Ihrer Freizeit so Tools wie Social Bro ausprobieren. Social Bruder, Bro, BRO.com. Das Ding ist so mächtig, dass ich in der Zeit, die ich im Augenblick habe, noch nicht dahinter gekommen bin, was es alles kann. Es kann zum Beispiel Tweets nicht nur vorprogrammieren, sondern die dann abschicken, wenn diejenige Zielgruppe, die erreichen soll, wirklich online ist. Ansonsten haben Tweets nämlich nur eine Halbwertszeit von 5 Minuten. Das ist natürlich dann sehr, sehr schwierig, genau seine Leute zu erwischen. Sie müssen teilnehmen. Sie müssen an so Events wie hier teilnehmen. Sie müssen gucken, wo sind die Menschen, gehen sie zu Tweet-Ups etc. pp. Das Führen ist sehr wichtig, dass Sie dort Themen belegen. Themen, die Ihnen wichtig sind. Belegen Sie die Stichwörter. Wenn Sie die Stadt München sind, müssen Sie Hashtag München als Ihr Kernthema belegen und darum kämpfen, dass Sie es auch behalten, dass kein anderer Ihnen das wegnimmt. Wir haben heute geschafft, mit den Tweets hier aus der alten Münze das Top-Thema einzuwerden oder zu unter den Topics und den wichtigsten Hashtags Deutschland zu kommen und das sind Sachen, wo die Leute, die das dann initiieren, sehr stolz sein können und zu Recht dann auch sind an der Stelle. Das Thema ist dann sehr leicht wahrnehmbar. Laden Sie Leute an Events teilzunehmen, an Veranstaltungen, an Weiterbildung. Laden Sie Influencer zu ein, wenn Sie jemanden im Haus haben, der Sie weiterbildet, und laden Sie 2 Influencer ein, die werden Ihnen ewig dankbar sein. Ja? Und Sie stehen dann im Fokus deren Berichterstattung für lange Zeit. Sie müssen die Trend und die Hypes im Auge behalten, wie der Herr Sisi es auch sehr gut gemacht hat. Sie müssen Ihre Influencer permanent ausbauen, verstärken. Das ist quasi das, was Sie als Museum und sonst als Customer Relationship Management machen, müssen Sie im Social Web auf diese Influencer anwenden. Sie können davon ausgehen, dass das professionell durchgeführte Rauschen in einem Monat perfekt eingerichtet ist. Interagieren muss man schon 3 Monate lang mindestens üben und die Führung im Durchschnitt 6 bis 8 Monate. Das waren auch die Zielvorgaben, die ich von Azizi hatte, also hat sehr gut geklappt.
Das lasse ich einmal kurz erscheinen, weil ich bin schon über der Zeit, garantiert. Ne? Okay. Es gibt, das, wie gesagt, Sie kriegen die Folien, gehe ich davon aus. Und das ist eine selbsterklärende Folie, da ist nochmal genau erklärt, wie ein Projekt aufgebaut ist, wie ein Konzept. Es gibt ein Konzept, es gibt eine Story, es gibt Schulungen, es gibt Content, der produziert wird. Das ist so ein ganz kleiner, minimaler Leitfaden, gibt es sicherlich noch mehr und bessere, aber auch das ist eigentlich ein Beitrag, ich will Ihnen nur ans Herzen legen, machen Sie es. Fangen Sie nicht blind an, wir machen mal irgendwie. Ohne Strategie läuft da nichts. Also ohne ein Konzept, ohne eine Planung, ohne einen soliden Einjahresplan. Mehr traue ich mich selbst nicht, das zu machen. Aber sagen wir mal, das nächste halbe Jahr zumindest, die Ausstellung, die sollten Sie im Griff haben dabei. Und Sie sollten in der Lage sein, bei Produktion von Content umzudenken. Bisher sieht es nämlich so aus. Wir haben ein Event, es wird einer produziert ein paar Fotos, macht ein paar Tweets, macht ein bisschen Facebook und das wird dann quasi in meine eigene Cloud, in meine Wolken-Community hineingeschoben. Das ist natürlich nicht sehr viel Content. Bei Azizi haben wir angefangen, jeden Mitarbeiter, der vorher ein bisschen geschult wird, zu einem Content-Produzenten zu machen. Ja? Ist an seine Grenzen gekommen in der Zusammenarbeit mit dem Museum, ist vollkommen klar, weil da andere Regeln gelten, aber es hat sehr, sehr gut funktioniert. Selbst innerhalb einzelner Ausstellungsmomente. Es war nicht schlecht. Also jeder wurde plötzlich zu einem Content-Produzent und dieser Content-Produzent hat dann diesen Inhalt wiederum einem, sagen wir mal, einem Ü-Wagen zur Verfügung gestellt, der für das Event aufgebaut war, also irgendwo ein Computer, wo jemand mit Ahnung saß und der hat dann entschieden, in welche Kanäle gezielt der Content geschickt wurde. So erreicht man wesentlich effektiver die Leute, die man braucht, um sein Thema zu platzieren. Wir hatten eine sehr, sehr stramme Timeline. Das ist jetzt nicht gemein, dafür nicht so schnell bin, ich baue es einmal auf, das Bild. Diese Timeline bestand aus folgenden Elementen. Und zu jedem dieser Bilder könnte ich Ihnen einen Tag lang eine Geschichte erzählen. Sie können verstehen, also wenn ich selbst dazu in der Lage bin, können Sie vielleicht nachvollziehen, zu was dann die Mitarbeiter von Azizi, die das jeden Tag gelebt haben, in der Lage waren, was sie da erzählt haben. Wir haben, die erste Phase ist die Konzeptphase, da wurde genau geplant, wie was ablaufen soll. Es gab für jeden Monat einen Redaktionsplan, der gegen Ende des Monats komplett auf den nächsten Monat neu überarbeitet wurde und wir hatten für ein Jahr ein grobes Raster aufgebaut, welche Themen dort im Mittelpunkt stehen. Dieser Redaktionsplan wurde jeden Monat auf den neuesten Stand gebracht. Wer macht was, wann, mit wem, wen wollen wir erreichen, welche Medien produzieren. Klingt nach total viel Arbeit, aber glauben Sie mir, das ist eine Stunde Arbeit. Wenn Sie einmal da drin sind, ist es eine Stunde Arbeit im Monat und Sie haben eine perfekte Vorlage für ihre Produktion. Wer von Ihnen arbeitet mit dem Desktop-Anwendung Hootsuite? Bitte mal kurz melden. Alle anderen sollten sich aufschreiben, hootsuite.com. Das ist eine Anwendung, da können Sie für das gesamte Jahr die alle wichtigen Informationen vorprogrammieren und konzentrieren sich hinterher nur noch für Facebook, für Twitter, für LinkedIn, für Foursquare, für alles, was man sich so denken kann. Und den Rest des Jahres kommunizieren Sie dann nur noch. Setzen Sie Ihre Praktikanten daran, dass Sie diesen Rauschen erzeugen und sorgen Sie selbst dafür, dass die Inhalte erzählt werden. Das ist die richtige Strategie bei so einem Thema. Wir haben es, da sehen Sie zum Beispiel so drei Punkte aus Cloud, das sind Wachsen, das sind die Kurven, hier geht es nicht drauf ein, wie gesagt, ist ein sehr interessantes Thema, morgen, wer morgen noch da ist, gerne, da gehe ich auf das Thema genauer ein. Und was wir hier sehen, bin ich sehr stolz drauf, deutsche Museen sind nicht gerade schlecht in der oberen Gruppe, aber Sie sehen, wir haben es geschafft, im September 2010 haben wir es geschafft, schon sehr, sehr früh an die Spitzengruppe ranzustoßen. Und das sind, wenn Sie mal sich, jedes Museum guckt sich das irgendwie im Web, das guckt sich diese Statistik an, die einmal im Monat von Visitatio herausgebracht werden soll. Der Herr Wagner, der bringt seit neuestem auch den Cloud-Wert raus, man kann das dann mal selber umstellen und das Team sollte halt jeden Monat eine Liste führen. Da konnte man wunderbar sehen, wie nach und nach die Reputation nach oben stieg und das ist für ein Museumsprojekt beachtlich. Das ist das Projekt, was am allerschnellsten in kürzester Zeit diese Reichweite, diese Zahlen erreichte. Und glauben Sie mir, es hat nicht was mit Geld zu tun, sondern wirklich mit Planung und Strategie.
Und ein Ergebnis war auch, Sie wissen ja auch alle, dass heute, dass wir alle die Suchmaschinenoptimierung ist heute soziale Interaktion. Ein großer Teil dessen, was Sie im Web haben, finden Sie dort nur, wenn das mit irgendeiner Form, mit irgendeinem Netzwerk, mit irgendeiner Kommunikation verbunden ist. Das ist eine riesige Umstellung. Wir haben im Augenblick eine Umstellung vom klassischen CEO zum Social CEO. Es wird immer, immer mehr Wertigkeit haben. Und wir haben einen ganz guten Erfolg erzählt bei dem Wort Pergamon. Es gibt 3,1 Millionen Ergebnisse dazu. Und wir konnten auf den ersten 10, ich habe gar nicht alle drauf, sehr, sehr viele Sachen, die direkt aus dem Projekt heraus entstanden sind, platzieren. Und mit einem Bruchteil dessen, was es kosten hätte, alle diese Seiten rein technisch zu optimieren, der Suchmaschinenanwender. Kann man sicherlich noch viel mehr machen. Ich bedanke mich sehr herzlich und hoffe, ich konnte eine Anregung geben. Morgen gehen wir da in die Tiefe, wer Lust hat. Ich freue mich.